Viel Arbeit heute für den Bundesrat bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause. Alleine 17 Gesetze aus dem Bundestag werden hier heute verabschiedet werden. Unter anderem das Bleiberecht. Da geht es vor allen Dingen um 120.000 Personen, die hier in Deutschland kein Aufenthaltsrecht haben. Und ich hatte eben die Gelegenheit, mit Malu Dreyer, der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin, darüber zu reden und fragte sie, wie es kommen kann, dass Alleinstehende nach 8 Jahren Aufenthalt in Deutschland das Bleiberecht zugesprochen bekommen können. Wie kann es überhaupt kommen, dass jemand 8 Jahre hier nicht als anerkannter Asylant in Deutschland lebt? Es ist richtig, dass diese Menschen, die so viele Jahre hier sind und in der Regel ja auch arbeiten und integriert sind, dass sie auch bleiben dürfen. Das finde ich sehr, sehr gut. Sie haben dann einen gesicherten Status hier. Jugendliche sollen demnächst ihre Ausbildung hier in Deutschland beenden können und nicht mehr abgeschoben werden. Das wird geduldet. Sie hatten ja eigentlich mehr gefordert. Ja, es ist zwar jetzt eine Klarstellung, dass die Ausbildung eben auch dazu da oder anerkannt werden kann als Duldungsgrund. Eigentlich reicht uns das nicht. Wir hätten uns gewünscht, gemeinsam mit der Wirtschaft zusammen, dass es ganz klares ein Signal gibt, dass ein Aufenthaltserlaubnis erteilt wird für junge Menschen, die hier gebraucht werden, die ausgebildet werden und auch nach der Ausbildung noch ein Recht haben, hier zu bleiben. Unsere Wirtschaft und die Gewerkschaften fordern also mindestens 5 Jahre Ausbildung plus 2 Jahre danach. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es in der Koalition, in der Großen Koalition nicht gelungen ist, das sehr, sehr klar zu sagen. Die Tatsache, dass Politiker jetzt gerade wie Sie auch sagen, wir brauchen sie auf dem Arbeitsmarkt, diese Jugendlichen, wir brauchen gut ausgebildete Zuwanderer. Die Kommunen wiederum sagen sich, das ist ja alles schön und gut, jetzt gerade die Flüchtlingskatastrophe, die wir erleben, die sich aber auch zu einem schwierigen Problem in vielen Kommunen auswächst. So hat zum Beispiel das Land Baden-Württemberg seine Aufnahmeverfahren vervierfacht. In Wirklichkeit sind aber 10-mal mehr Flüchtlinge gekommen. Wie sieht das in Rheinland-Pfalz aus und was kann man dagegen tun? Ja, natürlich. Wir sind im Moment ja wirklich gefordert mit dem Thema Flüchtlinge und Flüchtlingsaufnahme. Und wir finden das auch richtig, dass wir dieser Aufgabe wirklich stellen. Wir haben auch Wege gefunden, um die Verfahren gemeinsam mit dem Bund zu beschleunigen, vor allem was die Westbalkan-Flüchtlinge betrifft, um das Ganze besser in den Griff zu bekommen. Ich bin heute sehr enttäuscht darüber, dass die Europäische Kommission die Minister es nicht geschafft haben, endlich eine gescheite, menschenfreundliche Regelung zu finden, was die Aufnahme insgesamt in Europa betrifft. Ich sage erneut, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir zu regeln haben. Und mit dem Gesamtpaket, was auf dem Gipfel beschlossen worden ist, machen wir erste gute Schritte, um gemeinsam Bund und Länder mit den Kommunen die Frage auch besser zu regeln. Es läuft gut in unserem Land. Darüber bin ich sehr froh und sehr glücklich. Und wir werden die Kommunen weiter unterstützen, dass wir es gemeinsam gut hinbekommen. Dröseln wir das kurz auf. Westbalkan, das sind ja viele auch aus dem Kosovo, die hierher kommen und hinterher wieder abgeschoben werden. Da hat jetzt Olaf Scholz gesagt, auch er könne sich, wie viele Unionsministerpräsidenten, vorstellen, dass man doch noch mehr Länder anerkennt als sichere Herkunftsländer. Die sicheren Herkunftsländer, ist für mich diese Frage darüber eigentlich so ein Nebenkriegsschauplatz. Wenn wir es schaffen, dass wir die Asylverfahren sehr, sehr schnell entscheiden, beispielsweise wie wir es bei Kosovo geschafft haben, dann müssen wir bei den anderen Staaten nicht darüber sprechen, immer wieder darüber sprechen, erkennt man sie an als sichere Herkunftsländer, sondern dann ist einfach vollkommen klar, dass die Menschen nicht anerkannt werden, dass sie innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, 2, 3 Monate eben zurückgeführt werden. Und das wird auch dazu führen, das haben wir beim Kosovo erlebt, dass die Menschen auch nicht mehr zu uns kommen, wenn sie wissen, sie haben gar keine Aussicht auf Erfolg. Insofern finde ich, müssen wir nicht immer wieder die Grundsatzfrage aufmachen, sondern wir sollten dafür sorgen, dass wir klar sind in den Verfahren. Und dann haben Sie die Innenminister von gestern angesprochen. Die EU-Innenminister konnten sich erneut mal wieder nicht einigen. Da geht es um 40.000 Menschen ganz aktuell, die eben in Griechenland sitzen oder Italien, die Umverteilung, und um 20.000 Menschen aus Syrien. Da hat jetzt der Innenminister gesagt, er könne sich vorstellen, 8.000 bzw. 3.100 aufzunehmen. Aber Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo die Flüchtlinge ohnehin gerne hinwollen und das jetzt dieses Angebot gemacht hat. Die anderen können sich darauf erstmal nicht einigen, vor allen Dingen die Osteuropäer. Ist das ein erneutes Zeichen dafür, dass Europa eigentlich mehr aus Egoismus besteht als aus Solidarität? Es ist zumindest ein Zeichen dafür, dass die Solidarität nicht so weit geht, wie wir es uns eigentlich wünschen müssten. Und wenn man über eine solche Frage keine Einigung herbeiführen kann, dann ist das mehr als enttäuschend. Natürlich haben jetzt viele Staaten auch eingelenkt insofern, dass sie sagen, wir übernehmen eine bestimmte Anzahl freiwillig. Aber der Weg zur Quote, der muss irgendwann kommen. Und ich unterstütze wirklich alle, die daran arbeiten. Auch die Kommission ist ja dieser Auffassung und arbeitet mit daran. Ich hoffe sehr, dass sich Europa wirklich besinnt
Wind auch auf das Thema Solidarität. Wir können es ja nicht zulassen, dass wir immer wieder diese Dramen im Mittelmeer sehen. Das ist einfach schrecklich und dafür steht Europa eigentlich nicht. Insofern müssen wir uns an dieser Stelle einigen und wir werden alles tun, dass wir weiterhin wirklich seitens Deutschland unterstützen können, dass für die Quote gekämpft wird und wir möglicherweise und hoffentlich auch zum Ziel kommen, was das betrifft. Nun können wir Politiker und Journalisten ja immer schön über diese Sache reden, vor Ort aber, die Menschen müssen es organisieren. Und nochmal zur Ausgangsfrage, wie kann man denn eigentlich eine Willkommenskultur kultivieren, wenn die Aufnahmelager jetzt schon voll sind und die Kommunen eigentlich gar nicht mehr wissen, wo sie die Leute unterbringen sollen? Was für Lösungen schweben Ihnen da vor? Ich denke, wir müssen klar sein in der Frage, welche Flüchtlinge können eigentlich hier bleiben und welche nicht. Bei denen, die nicht hier bleiben können, müssen wir noch schnellere Verfahren machen, damit auch klar ist, dass unsere Aufnahmekapazität genutzt wird für die Menschen, die tatsächlich in Not sind. Ich will nicht kritisieren, dass Menschen aus Armutsgründen zu uns kommen, aber für die steht das Asylverfahren nicht offen. Insofern sollten wir da konsequent sein und schnell sein. Und im Übrigen bräuchten wir auch ein Einwanderungsgesetz, um klar deutlich zu machen, dass Menschen, die eher in Armutsländern leben, aber die wir trotzdem brauchen, dass sie auch einen legalen Weg haben, zu uns zu kommen. Das würde vieles auch vereinfachen. Frau Ministerpräsidentin, was sagen Sie Ihren Kommunen, wenn die sagen, wo sollen wir die unterbringen? Wir brauchen mehr Geld. Naja, wir machen ja Programme für die Kommunen. Wir geben ihnen auch Geld. Auch Rheinland-Pfalz gibt ihren Kommunen sehr, sehr viel Geld. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Kommunen genau wie die Länder wirklich an ihre Grenzen geraten. Und deshalb kann ich nur wiederholen, dass der Bund auch finanziell gefordert ist. Es gibt die Zusage, dass man sich bis Herbst darauf verständigt. Aber dieses Geld muss auch kommen. Wir brauchen unbedingt auch eine Beteiligung des Bundes finanzieller Art. Und darum geht es ja nachher auch um 11 bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Abschließend, da gibt es ja ein Hin und Her. Da geht es um Geld, Bund-Länder-Finanzausgleich. Ich glaube, Herr Schäuble hat mittlerweile 8,5 Milliarden angeboten. Die Länder sind sich untereinander nicht grün. Wird es da heute eine Lösung geben? Also man weiß nicht, ob heute eine Lösung kommt, aber ich bin doch verhalten optimistisch, dass man sich auf die Eckpunkte auf jeden Fall verständigt. Wir alle wollen eigentlich, dass es zu einer Lösung kommt und wir wollen es auch, dass es rechtzeitig in der Zeit ist, bevor die vielen Landtagswahlen dann anstehen. In so einer Zeit kann man nicht mehr gut miteinander verhandeln. Ich hoffe, dass wir heute zu einer Verständigung kommen. Ich bin auch verhalten optimistisch, dass das gelingt. Da muss ich eine ganz kleine Nachfrage stellen. Ist es denn überhaupt sinnvoll, das jetzige System, dass Länder, die sich besonders anstrengen und wirtschaftlich erfolgreich sind, die Länder unterstützen, die sich eben nicht anstrengen? Und viele sagen, die sich nicht anstrengen oder eben wirtschaftlich nicht erfolgreich sind, geben sich auch gar keine Mühe mehr, weil die werden ja gut versorgt von den anderen. Ich sehe in Deutschland kein einziges Bundesland, was sich nicht anstrengt. Es geht bei dem Bund-Länder-Finanzausgleich eigentlich um eine einzige Frage, nämlich die Finanzkraft der Länder auszugleichen untereinander, sodass Menschen, die in Deutschland leben, wirklich auch angeglichene Lebensverhältnisse haben. Und darum geht es, dass wir Länder haben, die aufgrund ihrer Substanz her einfach eine größere Kraft haben als andere. Das ist so in Deutschland und deshalb brauchen wir auch einen Ausgleich. Auch das hat mit Solidarität zu tun. Insofern finde ich es angemessen, dass es diesen Bund-Länder-Ausgleich auch gibt. Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin, meine Damen und Herren. Und jetzt geht es im Bundesrat weiter mit dem Bleiberecht. Der vorliegende Gesetzentwurf bringt integrationspolitische Verbesserungen mit sich, die ich sehr begrüße, wie zum Beispiel die stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung. Diese Regelung war längst überfällig und stellt einen guten Fortschritt dar. Der vorliegende Gesetzentwurf bringt aber auch Regelungen mit sich, die ich kritisch sehe. Und ich sehe es ebenso kritisch, dass während des Gesetzgebungsverfahrens keine wesentlichen Änderungen an diesen Regelungen vorgenommen worden sind. Und das, obwohl der Wunsch nach Änderung und ein Reformbedarf klar war. Nehmen wir etwa Menschen mit einer Duldung, die entweder in Ausbildung sind oder eine Ausbildungszusage haben. Sie brauchen unbedingt eine gesicherte Aufenthaltsperspektive. Warum aber macht man hier nur halbe Sachen und sieht lediglich eine Ermessensduldung vor? Warum erteilt man nicht einfach eine Aufenthaltserlaubnis für die gesamte Dauer der Lehrzeit? Das wäre eine pragmatische Lösung und würde Arbeitgebern und Auszubildenden endlich Sicherheit geben. Das wäre auch für eine gelingende Integration sinnvoll. Und das wäre auch das, was zum Beispiel das Handwerk selbst sich wünscht. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans-Peter Wollseifer, kritisiert den vorliegenden Gesetzentwurf als zu restriktiv und spricht sich für einen gesicherten Aufenthaltsstatus während der gesamten Berufsausbildung aus. Dem kann ich mich nur anschließen. Die Bundesregierung hat mit dieser halbherzigen Regelung hier eine große Chance vertan. Und es ist angesichts des Fachkräftemangels auch ein Schlag ins Gesicht der deutschen Wirtschaft.
Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Ähnliches lässt sich über den Zugang zu den Integrationskursen sagen. Die Integrationskurse selbst sind eine Erfolgsgeschichte. Rund 1 Million Menschen haben bisher an einem Integrationskurs teilgenommen. Die Kurse haben die Integrationspolitik in Deutschland deutlich nach vorne gebracht. Warum schreibt man diese Erfolgsgeschichte nicht fort? Warum nutzt man nicht die Chance und weitet den Zugang zu den Integrationskursen aus? Etwa für Geduldete oder für EU-Bürgerinnen und Bürger. Auch hier bleibt eine Möglichkeit ungenutzt, unser Land integrationspolitisch fitter für die Zukunft zu machen. Sehr bedauerlich finde ich die vorgesehenen Regelungen zum Sprachnachweis beim Ehegattennachzug. Wir wissen alle, welche dramatischen Fälle es in den letzten Jahren wegen des Sprachnachweises gegeben hat. De facto reißt die Nachweispflicht Familien auseinander. Eine jetzt vorgesehene Härtefallklausel löst die rechtlichen und rechtspolitischen Fragestellungen nicht. Daher bin ich nach wie vor der Meinung, der Nachweiszwang vor der Einreise gehört abgeschafft. Deutsch lernen ist wichtig, aber Deutsch lernt man am besten dort, wo die Sprache auch im Alltag gesprochen wird, und das ist hier bei uns vor Ort. Der ganze Bereich der Aufenthaltsbeendigung ist immer noch das Sorgenkind dieses Gesetzentwurfs. Die Abschiebehaft ist eine sehr fragliche Schwerpunktsetzung. Haft ist das schärfste Schwert, das unser Staat in die Hand nimmt. Haft ist immer nur Ultima Ratio. Warum betont dieser Gesetzentwurf Abschiebehaft dann so sehr? Warum fehlen Regelungen von Alternativen wie etwa eine Meldepflicht oder eine Kautionsregelung? Wieso stärken wir nicht die freiwillige Ausreise? Die freiwillige Ausreise ist nach Vorgabe der EU-Rückführungsrichtlinie zu bevorzugen. Das entspricht auch der Verwaltungspraxis in allen Bundesländern. In Rheinland-Pfalz haben wir sehr gute Erfahrungen mit der freiwilligen Ausreise gemacht, und ich habe schon sehr häufig hier darüber gesprochen. Bei uns gibt es weitaus mehr freiwillige Ausreisen als Abschiebungen. Rund 3/4 der Ausreisepflichtigen reisen freiwillig zurück und nur 1/4 muss abgeschoben werden. Eine solche moderne und humane Rückführungspolitik brauchen wir. Wir brauchen eine gesetzlich verankerte Ausreiseberatung und eine gesetzlich verankerte Ausreiseförderung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, man sieht hier mehr als deutlich, es besteht ein großer Reformbedarf für diesen Gesetzentwurf. Dieser Reformbedarf kommt in unserem Entschließungsantrag zum Ausdruck, den wir im Innenausschuss gemeinsam mit Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen eingebracht haben. Für diesen Entschließungsantrag bitte ich um Ihre Unterstützung. Ich muss leider gleich zu Beginn meiner Ausführung konstatieren, dass der Bundestag die Forderungen des Bundesrates vom Februar 2015 in nicht ausreichendem Maße berücksichtigt hat. Auch die Argumente der Sachverständigen, die der Bundestag in öffentlicher Sitzung im März 2015 anhörte, wurden nicht angemessen gewürdigt. Ich weiß, dass wir zwischen Bund und Ländern, auch zwischen den Ländern, in vielen, vielen Punkten einig sind und in einigen Aspekten auch sehr deutliche Differenzen haben, was sich auch in der Ministerpräsidentenkonferenz in der einen oder anderen Protokollerklärung ausgedrückt hat. Gestatten Sie mir auch hier zu versuchen, die Ambivalenz, die sich auch in diesem Gesetz hier ausdrückt, deutlich zu machen. Zunächst aber, der Text offenbart schwere handwerkliche Mängel, die, so ist unsere Auffassung, für Rechtsprechung und Rechtspflege mit einem großen Arbeitsaufwand verbunden sein werden. Was aber ich kritisieren möchte, ist das Menschenbild, das zwischen den Zeilen des Gesetzes auftaucht. Denn es drängt sich der Eindruck auf, dass in Schutzwürdige und Nichtschutzwürdige, in richtige und falsche Flüchtlinge unterteilt wird. Und diese Segregation kritisiere ich. Und sie lässt sich auch in der Praxis kaum durchhalten, wenn wir uns die Lage der Roma und Sinti auf dem Balkan anschauen. Trotz existenzbedrohender Diskriminierung, vielfach gewalttätiger Übergriffe, in einzelnen Fällen den Abstellen von Energie, Wasser in Dörfern in Ungarn und pogromartigen Stimmungen, die auch durch einzelne Regierungsparteien geschürt werden, werden die betreffenden Personen von vornherein als nicht schutzwürdig angesehen. Dies ist insofern
nicht nur ein Einzelbeispiel, weil es uns zeigt, wenn wir uns EU-Integrationsprozesse anschauen und wenn wir uns die Perspektiven von Beitrittsländern anschauen und die Berichte von Beitrittsländern, dann stellen wir fest, dass einzelne Beitrittskandidaten die Normen, die die Europäische Union setzt, nicht erfüllen. Ausdruck dieser Nichterfüllung von Normen ist aber nicht zwingend nur beispielsweise eine starke Korruptionsneigung in einzelnen Ländern, sondern es ist eben auch der Ausdruck nicht ausreichender Rechtssysteme, wenn sich Flüchtlinge und Bevölkerungsgruppen in diesen Ländern nicht sicher fühlen können. Diese Personen dann von vornherein als nicht schutzwürdig einzustellen und diese Staaten als sichere Herkunftsstaaten zu bezeichnen, kann zumindest als ein Widerspruch angesehen werden und wir müssen uns mit diesem Widerspruch auseinandersetzen. Und insofern ist die Perspektive, jeden Beitrittsstaat oder Beitrittskandidaten als sicherer Herkunftsstaat zu verstehen, zumindest normativ nachvollziehbar, aber auf der realen Ebene schwierig. Und es trifft an letztem Ende Flüchtlinge und die Personengruppen, über die ich gesprochen habe. Um es klar zu sagen, das vorliegende Gesetz macht einen kleinen Schritt nach vorn bei der Bleiberechtsregelung, aber es macht eben auch große Schritte zurück bei der Abschiebehaft, den Einreise- und Aufenthaltsverboten. Und es drängt sich der Eindruck auf, dass mit diesem Gesetz nicht Integration in erster Linie befördert werden soll, sondern die Aufenthaltsbeendigung forciert wird. Flüchtlingen soll schwerer gemacht werden, nach Deutschland zu gelangen und dauerhaft zu bleiben. Und dies soll in dieser Diskussion hier auch benannt werden. Ohne Zweifel ist es richtig und gut, dass endlich eine alters- und stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung anstelle der Duldung gefunden wird. Die Thüringer Landesregierung begrüßt, dass durch die Reduzierung des Arbeitsverbots von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern die hohen Hürden für eine gelingende Integration abgebaut werden. Auch weitere Regelungen finden unsere Zustimmung, wie etwa, dass Resettlement-Flüchtlinge anerkannten Flüchtlingen gleichbestellt werden. Wir begrüßen zudem alle Maßnahmen, die dazu beitragen, dass Investitionen von Unternehmen in die Ausbildung und Fachkräfteentwicklung von Flüchtlingen auch durch dauerhafte Sicherheit für die betreffenden Personen und damit auch für die Unternehmen honoriert wird. Bereits nach 4, anstatt nach 6 Jahren Schulbesuch können Jugendliche das Aufenthaltsrecht bekommen. Opfer von Menschenhandel bekommen eine Aufenthaltsperspektive, wenn ein Strafverfahren gegen die Täter erfolgte. Das sind Schritte in die richtige Richtung. Doch die zwei Gesichter dieses Gesetzes führen dann wiederum dazu, dass restriktive Regelungen zur Abschiebunghaft, zur Wiedereinreise und Aufenthaltsverboten die positiven Ansätze zu konterkarieren neigen. Um es klar zu sagen, aus meiner Sicht gehören Schutzbedürftige grundsätzlich nicht eingesperrt. Nach dem Gesetz können aber künftig Asylsuchende, die aus einem anderen EU-Staat einreisen, in Haft genommen werden. Die überwiegende Mehrheit der Schutzsuchenden muss also mit grundlosem Freiheitsentzug rechnen. Freiheitsentzug stellt aber immer einen schwerwiegenden Eingriff in die Menschenrechte dar. Und grundloser Freiheitsentzug ist meiner Meinung nach weder grundgesetzkonform noch mit EU-Recht in Einklang zu bringen. Dies haben auch Sachverständige wie beispielsweise der Deutsche Anwaltsverein in der Anhörung des Deutschen Bundestages deutlich gemacht. Darüber hinaus schafft das Gesetz aus meiner Sicht ausufernde Möglichkeiten, Einreise- oder Aufenthaltsverbote zu erteilen. Es besteht die Gefahr, dass die Haftgründe und deren Kriterien unüberschaubar werden. Mit dieser Einschätzung stehe ich nicht allein. Ich habe bereits darauf hingewiesen, Menschenrechtsorganisationen, die Kirchen und Sachverständige aus der juristischen Praxis haben sich in gleicher Weise gegenüber dem Deutschen Bundestag geäußert. Angesichts der vielen Einschränkungen im Gesetz müssen wir uns die Frage stellen, wer künftig in den Genuss von Aufenthaltsrechten kommen kann. Dass die Mehrheit der Schutzsuchenden von dem neuen Gesetz profitiert, wie es im Deutschen Bundestag argumentiert wurde, wird sich erst zeigen müssen. Auch die europäische Migrationsagenda, die der Bundesrat als Top 37 berät, zeigt ähnliche Schwierigkeiten, auf europäischer Ebene Flüchtlingspolitik nach humanitären Maßstäben zu organisieren. Ein Mitgliedstaat will die EU-Außengrenze mit einem Zaun dicht machen, ein anderer innereuropäische Grenzkontrollen einführen und in einem dritten Land wird laut über verstärkte Schleierfahndungen in Grenzgebieten nachgedacht. Die Bundesratsausschüsse haben die übermäßige Betonung der Grenzsicherung einerseits und die Vernachlässigung der Humanität andererseits in der Migrationsagenda gerügt. Vor diesem Hintergrund sieht der Freistaat Thüringen das Gesetz, das wir heute hier beraten, aufgrund seiner Ambivalenz kritisch und wird der Entschließung zum Top 52 zustimmen. Das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung reagiert auf die aktuellen Herausforderungen in der Migrationspolitik. Es enthält eine einladende und eine abweisende Botschaft. Gut integrierte Ausländer erhalten ein dauerhaftes Bleiberecht bei uns. Nicht schutzbedürftige Ausländer müssen hingegen schneller in ihre Heimatländer zurückkehren. Beides gehört zusammen.
Bleiberechte und Aufenthaltsbeendigung sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir brauchen beide Aspekte, um die Aufnahmebereitschaft in der Bevölkerung zu stärken. Vor 3 Wochen haben Sie, die Regierungschefs aller Länder, gemeinsam mit der Bundeskanzler Folgendes beschlossen. Ich zitiere: Bund und Länder ergreifen ferner personelle bzw. organisatorische Maßnahmen, um zu gewährleisten, bei jeder vollziehbaren Ablehnung zügig die Rückführung veranlassen zu können. Zitat Ende. Sie hatten recht. Wir brauchen dringend eine konsequentere Rückkehrpolitik als bisher. Es muss klar unterschieden werden zwischen jenen, die Anspruch auf Schutz haben, und jenen, die diesen Anspruch nicht haben. Lassen Sie mich heute auch auf die intensiven Befassungen des Bundestages mit diesem Gesetz in den vergangenen Monaten eingehen. Ich möchte hierzu 3 Punkte herausgreifen. Erstens, Stichwort Planungssicherheit. Wir stellen klar, dass junge Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland eine Ausbildung beginnen und zu Ende führen können. Wer die betriebliche Ausbildung erfolgreich abschließt, der kann anschließend dauerhaft ein Aufenthaltsrecht erhalten. Unsere Ausbildungsbetriebe erhalten damit die für sie so wichtige Planungssicherheit. Ich habe noch kein Argument gehört, was ein Aufenthaltstitel hieran verbessert hätte. Mit dieser Duldungslösung vermitteln wir den Betrieben vielmehr die notwendige Sicherheit, ohne gleichzeitig neue Sogfaktoren nach Deutschland zu schaffen. Zweitens, Sprachtest vor der Einreise. Was wurde in den vergangenen Wochen und Monaten orakelt? Der Sprachnachweis vor der Einreise von Ehegatten sei unionsrechtswidrig. Auch die Mehrheit des Bundesrates fordert die Abschaffung des Sprachnachweises, und das, obwohl die meisten Betroffenen den Nachweis für sinnvoll halten und den Test bestehen. Seit gestern wissen wir, Sprachtests vor Einreise sind beim Ehegattennachzug zulässig. So hat der EuGH entschieden. Grundkenntnisse der Landessprache und der Gesellschaftsordnung sind auch nach Ansicht des Gerichtshofes für die Verständigung, die Entwicklung sozialer Beziehungen und den Zugang zum Arbeitsmarkt unerlässlich. Es steht nun endlich fest, Sprachtests vor Einreise dürfen verlangt werden. Mit der gesetzlichen Härtefallklausel in diesem Gesetz stellen wir dabei auch sicher, dass die Sprachtests für den Ehegatten kein unüberwindbares Hindernis darstellen und wirklich der Integration dient. Drittens, Aufenthaltsbeendigung. Wir haben das Recht der Aufenthaltsbeendigung maßvoll überarbeitet. Bestehende Ausreisepflichten wollen wir künftig konsequenter durchsetzen. Natürlich bleibt Abschiebungshaft dabei weiterhin letztes Mittel und darf nur von einem Richter angeordnet werden. Die Richter gehen mit dieser Aufgabe ja auch sehr verantwortlich um. Das Gleiche gilt auch für den neuen Ausreisegewahrsam. Mit einer maximalen Dauer von nur 4 Tagen ist der Ausreisegewahrsam dabei extrem kurz gehalten. Mildere Mittel sind im Übrigen immer vorrangig zu prüfen. Da steht schon heute ausdrücklich im Gesetz. Ihrem Entschließungsantrag wird daher vollumfänglich Rechnung getragen. Ich fasse zusammen. Beide Seiten des Gesetzes, Bleiberechte und Aufenthaltsbeendigung, bedingen sich aneinander. Humanitäre Verbesserungen sind ebenso wichtig wie die konsequente Rückführung von Nichtschutzbedürftigen. Wir brauchen beides, um langfristig die Akzeptanz in unserer Bevölkerung zu erhalten. Vielen Dank. Ja, das Gesetz zum Bleiberecht hat hier die Mehrheit im Bundesrat erhalten. Genauso wie das Gesetz zu mehr Kindergeld und Abbau der kalten Progression. Ein Steuerpaket von 5 Milliarden Euro. Es soll in diesem Jahr 4 Euro mehr Kindergeld geben, im kommenden Jahr 2 Euro. Die kalte Progression soll um 1,5 Milliarden Euro abgebaut werden.
abgebaut werden. Und vor allen Dingen Alleinerziehende sollen besser gestellt werden, plus 600 Euro und für jedes weitere Kind 240 Euro. Das hat der Bundesrat hier eben auch verabschiedet. Heute geht es hier noch um das Krankenhausgesetz, was auch eine Mehrheit finden wird. Und eine erfreuliche Meldung für alle Fans des Paternoster: Der Bundesrat verabschiedet, dass man demnächst wieder Paternoster fahren darf. Sie haben es mitbekommen, das Arbeitsministerium hatte diese Paternosterfahrten verboten. Der Bundestag hat es bereits zurückgerufen, das Gesetz, und heute also auch der Bundesrat. Ja, und das soll es von hier gewesen sein. Ich gebe zurück in unsere Sendezentrale nach Bonn.